So, wir beginnen zuerst mit dem Mise en Place. Zu einem Krabbencocktail benötigen wir natürlich Krabben. Frische Büsumer Krabben, heute Morgen gekauft. Für die Soße brauchen wir Mayonnaise, Ketchup, etwas Sahne, wenn wir möchten etwas Tabasco und etwas Alkohol. Wir nehmen heute Weinbrand, man kann auch, wenn man möchte, etwas Pernod nehmen mit Anisgeschmack, eine kleine Abwandlung. Dazu brauchen wir etwas Meerrettich, Salatschiffonat, möglichst klein schneiden, Champignons frisch und Champignons geschnitten. So, als nächstes marinieren wir jetzt unsere Krabben. Dafür brauchen wir eine halbe Zitrone, muss frei sein. Jawohl, dann sparen wir uns die Suche nachher. Es ist doch ein Kern versteckt, aber ich sehe dich. Und noch eins weiter. Dementsprechend Malz. Die Krabbe bleibt drin und nochmal frei. Wir marinieren. Dankeschön. Wenn man möchte, kann man sowas auch schön auf Eis machen. Auch sehr schön, dass es schön kühl bleibt. Aber wir wollen ja mal nicht übertreiben. So, kommen wir zur Soße. Wir nehmen 1 bis 2 Löffel Mayonnaise. Geben etwas Ketchup hinzu. Das könnt ihr ganz nach Gefühl machen, wie ihr möchtet. Und füllen das Ganze mit etwas flüssiger Sahne auf. Hier könnt ihr nachher nachjustieren, je nachdem wie flüssig eure Soße sein soll. Sie sollte schon leicht vom Löffel fallen. Auch hier brauchen wir einen guten Schuss Zitrone. So, jetzt könnt ihr am besten 2 Gabeln nehmen. Schaut, so. Ihr kennt das vom Vorlegegriff, Grundgriff, schiebt die Gabel rüber. Jetzt habt ihr quasi eine Art Schneebesen. Jetzt könnt ihr langsam anfangen zu rühren. Macht langsam, sonst kleckert es. Dann könnt ihr Teller dabei drehen, ein bisschen Schirm machen. Und arbeitet die Sahne langsam unter. Ihr könnt auch in der Schale eine kleine 8 schlagen. Wenn die Flüssigkeit sich gut verteilt hat, dann geht das. Ja, ihr seht, es ist noch sehr fest, noch sehr wenig Soße, also müssen wir nach. Auch hier wieder vorsichtig. Während der Arbeitszeit könnt ihr mit euren Gästen sprechen. Ihr könnt zum Beispiel fragen, ob die Gäste etwas Cognac dran haben möchte. Viele Gäste essen ganz gerne ohne Alkohol. Also da kann man schon auch mal den Gast fragen, wie hätten Sie es denn gerne. Außerdem wird der Gast das nachher auch mit einem kleinen Teller probieren können. Und kann dann selber sagen, so, das hätte ich gerne noch etwas schärfer. Oder doch ein bisschen Alkohol dran. Wir machen jetzt noch einen kleinen Schuss Alkohol dazu. Dazu nehmen wir den Weinbrand. Wir geben nach Gefühl ein Schüsschen dazu, nicht zu viel. Mag der Gast es schön scharf, greift zu Tabasco. Vorsichtig, scharf, ein Dash, ein kleiner Spritzer, ein bisschen Salz und ein bisschen Pfeffer natürlich. So, und wieder rühren, ihr Lieben. Schön langsam runterarbeiten. Ich glaube, ich war etwas zu großzügig mit dem Ketchup zu beginnen. Es gibt heute viel Soße. Beim Ketchup ist das Problem halt einfach, dass der Ketchup durch die Tomaten sehr stark abbindet. Deswegen müssen wir dort ein bisschen trainieren. Und vielleicht etwas weniger Ketchup nehmen als ich. Aber wir können ja nachkommen hier. Ja, jetzt wird es schwer. So, ein bisschen Meerrettich. So, jetzt haben wir schon eine ganz gute Konsistenz erreicht. Wir kommen zum Ende.
Ihr seht hier vorne ein Glas mit einem extra Teller drunter zum Anrichten, das kennt ihr schon. Das wird den Zweck entfremden. Jetzt könnt ihr das Ganze nehmen, ein bisschen abstreichen und eurem Gast das so präsentieren zum Probieren. Jetzt darf der Gast nachjustieren und sagen, etwas Salz, etwas Pfeffer, etwas Tabasco, ein bisschen Cognac, vielleicht ein bisschen Meerrettich, je nachdem, wie es dem schmeckt. So, im zweiten Clip zeige ich euch gleich das Anrichten. Ja, Soße fertig. Bis gleich. Sehr schön, da sind wir wieder. So, zum Anrichten. Es gibt Salatschiffonat, es gibt Ananas, es gibt Champignons, natürlich die Krabben. Unser Bowl zum Anrichten. Normalerweise nimmt man eine Martini-Schale, aber die fand ich jetzt auch ganz schön. Also fangen wir mal an, vorsichtig anzurichten. Hier will ich den französischen Griff vorschlagen und möglichst auch hier langsam arbeiten, möglichst sauber arbeiten. So, erste Schicht steht. Ein bisschen Ananas. Ein bisschen Champignon. So, schön verteilen. Und die Krabben noch einmal schön rühren, damit die Zitronensäure schön überall sich verteilen kann. Und ein halb volles Löffelchen so auf die erste Hälfte. Und man rechnet so pro Person vielleicht so 60, 70 Gramm Krabben pro Cocktail. Ja? So, und damit haben wir die erste Schicht fertig. Jetzt seht ihr, ihr könnt die einzelnen Schichten erkennen. Schaut, das ist aus dem Amerikanischen der Cocktail. Ja, die einzelnen Schichten sind ganz klar erkennbar. Jetzt geht ihr mit der Soße über eure Schale, damit ihr schön sauber arbeiten könnt. Und ihr träufelt das Ganze mit ein bisschen Soße. So, mehr braucht gar nicht sein. Und wir beginnen mit unseren Arbeitsschritten. So. Wie gesagt, in der Ruhe liegt die Kraft, man muss gar nicht schnell werden. Die Arbeitsroutine kommt, wenn ihr das Ganze 30, 40, 50 Mal gemacht habt, dann lacht ihr nachher dabei, dann seid ihr auch nicht mehr so verspannt. Dann kann das sogar Spaß machen, glaubt es mir. Als ich damals im Fürstenhof war, haben wir sehr viele Arbeit am Tisch des Gastes gemacht. Hat immer einen Riesenspaß gemacht, die Gäste waren sehr interessiert, man konnte sich gut unterhalten. Seht ihr, jetzt wisst ihr, warum ich einen Teller dazu genommen habe. Das stört mich nämlich gar nicht, weil der wird ja eh ausgetauscht. Die Krabbe ist für den Kellner. So. Auch hier wieder, nicht zu viel Soße. So, kommt auch unsere Serviette zum Einsatz. Das ist ein bisschen viel Soße. So, zum Garnieren habe ich mir überlegt, gibt es heute ein bisschen Champignon auf die Spitze. So, etwas Gelbes. Und dahinter packen wir zur Krönung etwas Grünes. Und jetzt kommt der Trick mit dem sauberen Teller. Voilà. Ja, ihr Lieben, das ist der Krabbencocktail. Ihr seht die einzelnen Schichten. Ihr seht, es ist nicht zu viel. Kann man sehr gut als Vorspeise essen. Jo, jetzt kann ich eigentlich nur sagen, guten Appetit, ne?